Moin, moin, ihr Lieben, wie immer, moin, moin. Wir haben uns lange nicht gehört und das liegt vor allen Dingen daran, dass ich mir ein mega Projekt angelacht habe, nämlich einen richtig schönen großen Altbau, durch den ich gerade laufe. Ja, man sieht hier im Hintergrund schon das eine oder andere. Das ist aktuell mein Real-Life-Projekt und tatsächlich ist es so, dass ich hier 180 Quadratmeter zu sanieren habe, ein Haus, das ursprünglich 1930 gebaut wurde. Und ich habe euch auch ein paar Bilder zusammengeschnippelt. Die hänge ich hier hinten dran mit so ein paar schlimmen Stellen, wo man schon erkennt, wo geht die Reise hin, was gibt es hier zu tun. Und wenn ihr Bock habt, dabei zu sein und diese Sanierung mitzumachen und mitzuerleben, was ich hier arbeite, möglichst alles, was irgendwie geht in Eigenleistung, dann abonniert doch den Kanal, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt. Aktiviert die Glocke und schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, was habt ihr schon für Erfahrungen mit Altbausanierung, was habt ihr schon gemacht in der Vergangenheit. Und hier ist abgeschlossen. Und was würde euch interessieren? Und wenn einer von euch Handwerker ist und zufällig helfen will, ja, dann herzlich willkommen. Ne? Viel Spaß. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 gives some. Ach ja, zum Schluss gehen noch aus dem Garten, zumindest ein kleiner Teil des Gartens, wo ihr schon seht, dass da auch noch eine Menge Arbeit ist. Ich mache das Ganze natürlich nicht alleine, sondern mit fleißiger Unterstützung von Veritas, die kennt ihr schon. Also, seid gespannt, was kommt. Ciao.